Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, der 1. FC Köln hatte heute ein Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05. 50.000 Fans waren heute wieder mit dabei und vor allem neuerdings die Ultras waren wieder mit dabei. Also Stimmungstechnik ging da nichts mehr, da war alles ja auf dem Höhepunkt, sag ich mal. Und dann ging es in das Spiel. Und das Spiel war allerdings nicht so gut, muss man sagen. Zumindest für die Kölner nicht. Denn es hat bereits in der 14. Spielminute geklingelt. Johnny Burkhardt war es. Durch eigentlich einen ungefährlichen Schuss, würde ich so sagen. Aber dadurch, dass Luca Kilian, der ehemalige oder der ausgeliehene Mainzer, noch mit dem Fuß irgendwie den abgefälscht hat, unglücklicherweise, ging der Ball dann am Ende in die rechte Ecke. Und ja, unser Keeper Marvin Schwäbe war schon in die linke Ecke abgehauen und somit ging das Ding dann in die rechte Ecke und somit 1-0 für Mainz. Aber umso mehr man das Spiel gesehen hat, umso mehr musste man sagen, es ist verdient, die Führung für die Mainzer. Und wie gesagt, die Kölner hatten einfach überhaupt gar keine Möglichkeiten. Klar, sie hatten so ein, zwei Torchancen, Duda mit einem Schuss, aber auch da war der Zentner da von Mainz, der Keeper. Und auch Anthony Modest hatte eine kleine Kopfballchance, aber auch die hat er nicht wirklich nutzen können und auch ein bisschen frustriert war er auch, muss man sagen, denn er hat danach direkt gegen den Pfosten getreten, also musste das Aluminium dran glauben. Und so ging es dann in die Halbzeit mit 1-0 und ich habe schon gesagt, man muss eigentlich jetzt wechseln, weil wie gesagt, offensiv war da gar nichts und auch Ideen kamen überhaupt nichts vom Mittelfeld und auch Modest war komplett blass in der ersten Halbzeit. Allerdings blieb Steffen Baumgart erstmal bei der Startelf und so wie Gott es wollte, kam dann auch direkt das Gegentor wieder mal. Und zwar in der 55. Spielminute. Oli Sivo war es am Ende, der den Rechtsschuss rauspackt und am Ende dann das 2-0 macht. Und da war ich komplett down. Da habe ich gesagt, okay, das war's. Ich habe echt nicht mehr dran geglaubt, dass wir nochmal zurückkommen. Aber dann kam nämlich ein paar Wechsel von Steffen Baumgart, die ich eigentlich schon anfangs der zweiten Halbzeit gesehen hätte gerne. Und zwar, Jannes Horn ging raus für Ljubicic. Dann kam André Duda raus und für Salih Özcan. Und Florian Kainz ging raus für Luis Schaub. Ja, die kamen dann raus und kurze Zeit später hat es schon geklingelt. Denn Vorbereitung Anthony Modest mit dem Kopf auf Skiri, der fliegt sozusagen in das Tor mit rein und somit stand es nur noch 1-2 für die Mainzer, also der Anschlusstreffer. Und man hatte richtig Hoffnung, denn es waren ja noch ein paar Minuten. 60. Spielminute war ja erst angebrochen. Und es ging weiter. Die Kölner haben Druck gemacht, die haben Gas gegeben, so wie es sein muss und so wie wir sie eigentlich kennen und lieben, sag ich mal. Ne? Und dann kam erstmal Marc Uth, wo ich gedacht habe, wo will der denn hin? Denn der rennte dann in die Aus- oder von rechts ist er dann nach innen gezogen. Allerdings ohne wirklichen Erfolg. Am Ende wurde er von drei Leuten gestellt. Der Ball kam aber dann irgendwie zu Ljubicic und der haut das Ding mitten in den Winkel, würde ich schon sagen. Also ich finde schon, dass das ziemlich nah an dem Winkel war. Und also ein richtig geiles Tor. Das war das 2-2 und dann war ich wieder drin. Da war ich wieder voll motiviert und voll im Stream drin. Danke im Übrigen alle, die da waren. Dann ging es ab. Also das hätte ich nicht mehr gedacht. Selbst wenn wir einen Punkt geholt hätten, wäre ich schon zufrieden gewesen. Aber wir Kölner sind nie mit einem Punkt zufrieden. Nein, aber das war wirklich heute ein richtig, richtig geiles Spiel. Sorry. Aber obwohl die erste Halbzeit wirklich so grottenschlecht war, war die zweite Halbzeit umso geiler. Und das haben wir ja schon öfters gehabt. Auch gegen Fürth war die erste Halbzeit total schlecht. Und in der zweiten Halbzeit war die Bombe. Muss man einfach mal so sagen. Dann ging es weiter. Wie gesagt, dann gab es ein paar gelbe Karten. Aber in der 82. Spielminute hat es schon wieder geklingelt. Und ihr glaubt nicht, wer es war. Richtig. Vorbereitung Salih Özcan. Und dann war es am Ende noch Luca Kilian, der eben noch das ja vermutliche Eigentor, will ich schon fast sagen, oder das unglückliche abgefälschte Gegentor kassiert hatte, hat dann selber den Ex-Verein sozusagen rausgehauen oder eher gesagt den Punkt noch weggenommen und somit den FC drei Punkte mitgebracht. Ja, Luca Kilian war es am Ende dann, der das dann versenkt hat, das Tor, oder eher gesagt den Ball in das Tor. Also es war ein richtig gutes Spiel in der zweiten Halbzeit. Die Einwechslungen von Steffen Baumgart haben richtig gut gezogen, muss man sagen. Am Ende kam noch Tim Lemperle rein, aber da hat das jetzt nicht mehr so viel Unterschied gehabt. Das war dann auch eher ein zeitlicher Wechsel. Aber es war wirklich eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit. Meiner Meinung nach Ljubicic Spieler des Spiels. Schreibt gerne mal euren Spieler des Spiels in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Und allgemein, was sagt ihr zur zweiten Halbzeit oder auch zur ersten? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich bedanke mich bis dahin. Macht's gut, euer Niklas und ciao.